Hallo. Hey. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit meinem zweiten Video den Monat. Ich habe ja versprochen, ich mache mindestens zwei. Es war einiges los, aber hier kommt jetzt mein zweites Video. Ich bin voll froh, dass ich es noch schaffe. In dem Video wird es um Manga gehen diesmal, weil ich konnte mir mal wieder Manga leisten. Yay! So muss das sein. Ab und zu muss man sich auch mal sowas gönnen. All diejenigen, die jetzt nichts mit Manga am Hut haben, zumal es hier noch überwiegend um Shōnai gehen wird, und das ist ja sowieso nicht jedermanns Sache, ne? Ich kann euch verstehen. Trotzdem danke fürs kurze Einschalten. Und all jene, die Mangas und Shōnai genauso lieben wie ich, lasst uns anfangen. Okay. Ein bisschen aufgeregt, schon so lange her, dass ich Manga gelesen habe. Fangen wir mit den Preisen an. Alle, die ich euch jetzt vorstellen werde, also es sind 6 Stück an der Zahl, und alle kosten in Deutschland neu 6,95 € und in Österreich neu 7,20 €. Und ich fange jetzt mal mit den drei ersten Bänden von der Five Shades of Pink-Reihe von Kase an. Warum nur die ersten drei? Ich habe mir die Anfang des Monats gekauft und da gab es Band 4 und 5 noch nicht. Aber die ersten drei sind auch ganz putzig. Okay, der erste ist der Bodyguard von Junko. Und hier geht es um Akira, der nach Tokio kommt, weil er dort halt Arbeit hat und eigentlich eine Wohnung von der Firma halt gesponsert. Kommt da aber an, muss feststellen, dass die Firma pleite ist und er jetzt ohne Wohnsitz. Will aber nicht gleich wieder zurück aufs Land, hat ja aber zum Glück seinen guten Freund Chihiro. Chihiro lebt auch in Tokio, die sind schon jahrelange Brieffreunde oder Briefbekannte. Es kommt darauf an, aus welcher Sicht von den beiden man das jetzt sieht. Und Chihiro hat halt auch Kohle und das weiß Akira. Und Akira trifft sich eh mit Chihiro und der kommt dann bei Chihiro unter. Und über mehrere Umstände oder verschiedene Umstände wird dann Akira Chihiros Bodyguard. Warum, weshalb, wieso? Lest selber. Ich werde es nicht verraten, weil ich will ja nicht spoilern. Wirklich süßes Manga. Die zwei Charaktere machen eine Entwicklung durch und die erlebt man mit. Das finde ich sehr schön. Es geht in dem Manga wirklich um die Story. Also man findet da kaum erotische Szenen drin. Die Story steht eindeutig im Vordergrund. Aber die ist wirklich niedlich und ich kann es nur empfehlen zu lesen. Also mir hat Spaß gemacht. Der zweite Band ist Konbini-kun. Der ist auch von Junko gezeichnet. Und da geht es um Nakaba. Nakaba hat in seiner Schule ein traumatisches Erlebnis gehabt, bezüglich seiner ersten Liebe. Und einem gewissen Outing, was damit verbunden war, und hockt dann nur noch daheim, weil er geht nicht mehr in die Schule. Das war zu dramatisch für ihn. Und dann kommt er halt in den Kombinien von seinem Onkel, um dort halt auszuhelfen und zu arbeiten und trifft dort auf Kohei. Und Kohei ist alles andere als nett am Anfang. Ich meine, schaut ihn euch bitte an. Hier ist er. Es sieht schon aus wie so der typische Stinkstiefel. Und es ergibt sich dann aber auch da, dass Nakaba halt feststellt, dass Koe gar nicht so ist. Da hilft auch so eine kleine Katze mit. Und es kommt dann auch, nachdem sich die zwei schon so ein bisschen angenähert haben, zu einer Situation, wo Nakaba mit seinem Trauma konfrontiert wird und Koe für ihn in die Breschen springt. Und die zwei entwickeln dann eine Freundschaft und dann wird da auch mehr draus. Und es ist auch hier so, dass die Story sehr weit im Vordergrund steht, aber es gibt schon mehr erotische Szenen in dem Band wie in dem Vorgänger jetzt. Und also die Geschichten hängen aber nicht zusammen. Das sind zwar eigenständige Geschichten, aber halt vom gleichen Mangaka. Und ich fand die auch sehr süß. Also die hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht zu lesen. Ich kann die nur empfehlen. Gerade wer so dieses Mittelmaß vielleicht auch mag, was so erotisch und Story angeht, war wirklich süß. Und auch der Zeichenstil von allen dreien, jetzt von den Five Shades of Pink, der Zeichenstil ist bei den allen ganz gut eigentlich. Ja, der dritte ist Catch My Heart von, und ich hoffe, ich spreche den Mangaka jetzt richtig aus, weil wir wissen ja alle, im Japanischen mal spricht man das U, mal spricht man es nicht. Ich würde jetzt Yu Yodogawa sagen. Lest nochmal selbst. Aber ich denke, das passt schon so.
In dem Manga, das ist jetzt auch schon plus 18, ist wesentlich mehr Erotik drin. Also das geht dann schon eher so in diese Richtung Yaoi. Es war auch eingeschweißt und es steht auch ab 18 plus hinten drauf. Und es sind viele kleine Kurzgeschichten von Liebespaaren drin. Also keine wirklich große Story. Aber es gibt einen Charakter, das ist, ich muss spicken, Seishi. Seishi begleitet uns so ein bisschen durch alle Geschichten hindurch und ich würde sagen, seine Geschichte ist dann doch irgendwie so auch zentral, weil er ja überall mit drin hängt. Hier ist die Story grundlegend eher im Hintergrund. Es ist eine da, definitiv, aber bei weitem nicht so ausführlich und detailliert wie jetzt bei den zwei anderen Bänden. Am Anfang habe ich gedacht, naja, ist ganz okay. Aber dann, nachdem ich mehr und mehr gelesen habe, fand ich es eigentlich immer besser. Also es hat dann auch Spaß gemacht, das zu lesen. Das vielleicht für die unter euch, die jetzt eher so schon sagen, ja, Mushō, kräftig, erotisch mit nein, ne? So, dann habe ich mir den Monat noch den zweiten und dritten Band von Ten Count gegönnt. Die sind bei Tokyo Pop erschienen und von Rihito Takarai gezeichnet. Ja, Ten Count. Ten Count finde ich sehr schön, weil es da mal um was anderes geht. Weil Shirotani hat ja diese Angst vor Bakterien und Keimen und damit auch mit anderen in Berührung zu kommen. Und der trifft ja dann auf Kurose und der therapiert den ja dann so ein bisschen und am Ende vom ersten Band war das, glaube ich, wo sich dann die Wege von den beiden so ein bisschen trennen. Und ich finde es sehr schön, dass das mal eine andere Story ist. Und man merkt auch, wie diese Entwicklung von Band zu Band, gerade von Shirotani, was er sich jetzt schon traut anzulangen und wie er mit den Keimen umgeht, was er da halt so, wie sich das entwickelt. Auch merkt man halt, diese Beziehung zwischen den beiden, wie die sich immer weiterentwickelt, weil Kurose fordert immer mehr von Shirotani und Shirotani traut sich auch immer mehr und lässt sich auch immer mehr auf Kurose ein, obwohl er sich gleichzeitig eigentlich dafür ekelt und darüber auch ekelt, wegen den ganzen Keimen und den Bakterien und den Austausch von Flüssigkeiten. Welchen Austausch genau, werde ich auch hier nicht verraten, weil ihr sollt ja lesen. Also es hat auch bei denen wieder Spaß gemacht. Natürlich ist Erotik vorhanden, aber natürlich nicht im Vordergrund, weil er hat nun mal diese Angst vor Keimen und dann wäre es ja unlogisch, wenn sie in jeder dunklen Ecke verschwinden würden. Ne? Der muss ja erstmal gegen seine Grundangst ankämpfen. Aber auch sehr schöne Manga, ich kann die nur empfehlen. Es macht richtig Spaß, die zu lesen. Nach so viel schon Ei habe ich dann gedacht, naja, ich brauche jetzt mal was relativ Normales, Seichtes und habe mir noch einen Shoujo-Ei-Manga mitgenommen von Tokyo Pop. Und zwar Fesseln der Liebe von Yuki Shir, wie würden die ausgesprochen? Shiraishi? Shiraishi? Keine Ahnung. Und ja, Fesseln der Liebe, typisches Shoujo-Manga, typische Dreiecksbeziehung von Sandkastenfreunden. Also es geht um Yori, der zieht zurück in seine alte Stadt, wo halt auch seine Sandkastenfreunde leben, hat aber eigentlich gar keinen Bock, die zu treffen, weil die hatten als Kinder das Abkommen, dass die alle in Showbiz gehen, wenn die groß sind und das Showbiz quasi erobern. Und Yori hat das einziger nicht geschafft. Shizuku arbeitet im Model-Business, will jetzt als Schauspielerin durchstarten und Subaru arbeitet schon als Schauspieler. Yori ist in Shizuku verliebt. Shizuku schnallt es natürlich nicht so wirklich. Wäre ja sonst langweilig, wäre ja dann nach dem ersten Band Schluss. Und Subaru weiß das aber, also der hat es spitz gekriegt. Und der zieht natürlich Yori auch damit auf. Also es ist eine Story da. Es ist auch eine süße Geschichte. Es ist auch wirklich süß gezeichnet. Also die Zeichnungen sind jetzt so, ich weiß nicht, wer von euch 321 Liebe oder Orange Planet und sowas gelesen hat. So in der Richtung ist auch der Zeichenstil im Manga. Und es gibt auch diese süßen Karten bei den ersten Bänden, wie jetzt zum Beispiel bei My Magic Fridays auch mit drin ist. Und die sind ja aber, glaube ich, immer nur limitiert und nur bei den ersten Auflagen dabei. Ja, also ich finde den gut so für zwischendurch zum Lesen, weil man muss halt eben bei dem jetzt auch nicht wirklich viel überlegen und denken. Es ist jetzt keine so komplizierte Geschichte, was halt auch daher kommt, dass man sowas Ähnliches einfach schon drei, viermal gelesen hat. Aber es ist trotzdem schön zu lesen und
einfach mal so zum Abschalten und in eine andere Welt tauchen, kann ich den trotzdem empfehlen. Und ich werde mir persönlich auch die nächsten zwei Bände holen. Okay, so, das waren die Mangas, die ich mir den Monat leisten konnte. Ich freue mich, dass ich das zweite Video noch geschafft habe und dass ich das jetzt noch schnell hochladen kann. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns dann nächsten Monat wieder mit neuen Büchern. Macht's gut, tschüssi!